ohne ihn würden wir heute wahrscheinlich nicht in die Röhre schauen. In so eine Röhre hier, Manfred von Ardenne. Er war einer der Pioniere des Fernsehens. Und damit herzlich willkommen zum MDR-Zeitreise-Spezial Manfred von Ardenne, das Jahrhundertgenie. Einer der letzten Universalgelehrten. Vor 20 Jahren im Mai starb er. Und wenn man sich mal anschaut, woran Manfred von Ardenne so gearbeitet hat, dann kommt man schon ganz schön ins Staunen. Unter Hitler hat er an der ersten Fernsehübertragung gebastelt, unter den Sowjets an Kernwaffen und in der DDR hat er Methoden zur Krebstherapie erforscht. Und nebenbei hat er auch noch mehr als 600 Patente angemeldet. Und das alles ohne Abitur und ohne Studium. Und übrigens, drei Systemumbrüche hat er auch noch nahezu schadlos überstanden. Da fragt man sich schon, wie hat der Mann das bloß gemacht? Dresden, Weißer Hirsch. Über ein halbes Jahrhundert residierte hier, hinter hohen Mauern, ein Mann, der zu den wenigen Genies zählte, mit denen die DDR aufwarten konnte. Manfred von Ardenne. Das Leben des blaublütigen Fernsehpioniers, Krebs- und Atomforschers umranken bis heute Gerüchte und Geheimnisse. Ein Wissenschaftler, der Millionen einstrich und mit Privilegien überschüttet wurde? Ein Mann so wertvoll, dass er den Mächtigen auf der Nase herumtanzen konnte? Die Nazis verliehen ihm das Kriegsverdienstkreuz, die Sowjets den Stalinpreis. Ardenne, so scheint es, gehörte in jedem System zu den Nutznießern. Doch zu welchem Preis? März 1955. Nach 10 Jahren Aufenthalt in der Sowjetunion ist der Physiker Manfred von Ardenne heimgekehrt. Hier auf dem Weißen Hirsch in Dresdens nobelster Wohngegend will der Baron seine Forschungsarbeit fortsetzen. In seinem eigenen Institut. Erst 2 Tage ist Ardenne auf dem Weißen Hirsch. Da macht der SED-Chef Walter Ulbricht dem Baron und seiner Gattin die Aufwartung. Als kleinen Willkommensgruß hat er eine sowjetische Luxuslimousine im Gepäck. Ulbricht weiß, wie er den Forscher ködern kann. Und der beißt an. Manfred von Ardenne ist geschmeichelt, wie so oft, wenn die Großen dieser Welt um seine Gunst buhlen. Wissenschaft schwimmt immer oben. Was allerdings noch fehlt, ist der Sprit, den der neue Wagen in Unmengen frisst. Der Baron fordert ihn nur Tage später direkt bei der Stasi an. Das ist der Beginn einer innigen Beziehung, die in den Akten des MFS minutiös dokumentiert ist. Aber so spektakulär diese Unterlagen auch sind, Ardennes Spiel mit den Mächtigen, so legen neue Archivfunde nahe, beginnt nicht erst mit seiner Ankunft in der DDR. Berlin, Januar 1927. Der junge Offizierssproß hat ein Kamerateam der Wochenschau zu einer Schauvorführung geladen. Über einer putzigen Spielzeuglandschaft lässt der Baron Blitze einschlagen. Ardenne, hier an den Schaltern, ist noch keine 20 Jahre alt. Er hat keinen Hochschulabschluss, ja nicht einmal Abitur. Trotzdem weiß der umtriebige Autodidakt zu beeindrucken. Mit diesem kleinen Spektakel schafft es Ardenne als einer der ersten deutschen Wissenschaftler auf die Kinoleinwand. Diese Leidenschaft für Basteln und für Dinge selbst erkunden und selbst realisieren, die hatte eine Kehrseite, nämlich dass er sich für die Schule nicht sonderlich interessierte. Er hatte einfach keine Zeit. Andererseits hat er dadurch sehr früh Kontakte zu Menschen, die ihn dann förderten. Der Unternehmer Löwe zum Beispiel, der einen so interessierten Knaben so wunderbar fand, dass er ihm die Möglichkeit bot, in seinem Laboratorium, in seiner Werkstatt, seinem Laboratorium praktisch, wann immer er wollte, zu experimentieren. Löwes Investition in den adligen Schulabbrecher zahlt sich aus. Mit 19 entwickelt Ardenne die Dreifachröhre, die erste integrierte Schaltung der Welt. Dieser Glaskolben ebnet dem Radio den Weg zum Massenmedium. Mit Ardennes Hilfe kann der jüdische Unternehmer Empfangsgeräte zu einem Drittel des bisherigen Preises auf den Markt bringen. Der Baron ist am Gewinn beteiligt.
Millionen dieser Geräte gehen über den Ladentisch. Damit ist der Grundstein für Ardens Unternehmerkarriere gelegt. Volljährig geworden kauft er diese Villa in Berlin-Lichterfelde und beginnt mit dem Aufbau eines eigenen Forschungsinstituts. Eine seiner ersten Dienstreisen führt Ardenne im Frühjahr 1927 über den Atlantik. Ardenne will in Amerika Kontakte knüpfen, will sehen, wie weit die Konkurrenz in Übersee ist. Als sein Schiff am Pier in Manhattan anlegt, wird der junge Erfinder Zeuge eines grandiosen Spektakels. Ganz New York ist auf den Beinen, um Charles Lindbergh willkommen zu heißen. Der Pilot hat als erster im Non-Stop-Flug den Atlantik überquert und wird nun von der begeisterten Masse stürmisch gefeiert. Eine einzige große Tat genügt, um als Held in die Geschichte einzugehen. Das begreift der Baron im Pulk der Jubelnden schlagartig. Zeitlebens wird Ardenne danach streben, er wird die Öffentlichkeit suchen und seine eigenen Leistungen selbstbewusst anpreisen. Wieder nach Berlin-Lichterfelde heimgekehrt, heiratet der ehrgeizige Erfinder aber erst einmal. Doch obgleich Ardenne in seiner Autobiografie mit privaten Anekdoten nicht geizt, verliert er über seine erste Frau Dorothea kaum ein Wort. Aus den Archiven wissen wir, dass sie aus Halle stammt und die Tochter eines kleinen Postbeamten ist. Ihre 10-jährige Ehe mit dem Baron bleibt kinderlos. Wichtiger ist Ardenne die Arbeit. Nach seinen spektakulären Erfolgen zur Verbesserung der Radiotechnik beschäftigt sich der junge Baron nun mit der Übertragung bewegter Bilder. Fotos werden bereits als Telegramm gesendet. Aber Ardenne will mehr. Er will der Erste sein, der die große Welt in die Wohnstuben bringt. Die Idee hat er aus den USA mitgebracht, wo man mit mäßigem Erfolg bereits erste Versuche auf diesem Gebiet unternimmt. Am 14. Dezember 1930 kommt Ardenne die zündende Idee. Innerhalb weniger Stunden baut er in seinem Lichterfelder Institut eine Versuchsanlage auf, mit der er den Grundstein für das heutige Fernsehen legt. Das erste Objekt, dessen Abbild auf diese Weise übertragen wird, ist eine Schere. Mit Hilfe eines Leuchtfleckabtasters, dem sogenannten Flying Spot Scanner, gelingt Ardenne die erste vollelektronische Fernsehübertragung der Welt. Auf der 8. großen deutschen Funkausstellung 1931 in Berlin ist Ardennes Erfindung die Sensation. Mit ihr katapultiert sich der 23-jährige Autodidakt an die Spitze der technischen Entwicklung. Sogar der New York Times ist Ardennes Flying Spot Scanner eine Meldung wert. Und der Baron setzt nun alles daran, dass diese bahnbrechende Erfindung auch Profit abwirft. Er hat sich großartig vermarktet. Ja, das können ja auch nicht alle Wissenschaftler. Da war er ein sehr talentierter Mann. Er hat es immer verstanden, Ressourcen zu bekommen für seine Forschung. Das muss man auch können. Er war also nicht nur Wissenschaftler, sondern er war ein hervorragender Wissenschaftsunternehmer. 1932 kommt es zwischen dem Baron und seinem langjährigen Förderer, dem Radiofabrikanten Sigmund Löwe, zum Bruch. Ardenne weigert sich, seine Erfindung durch ein neues, in Amerika entwickeltes Verfahren zu verbessern. Herr Dr. Löwe, Ihnen muss doch klar sein, dass mein System auf Dauer die bessere Qualität bietet. Unser amerikanisches System ist dafür. Löwe will die Fernsehtechnik um jeden Preis unter die Massen bringen. Ardenne aber beharrt auf dem von ihm entwickelten Verfahren. Der selbstbewusste Erfinder sträubt sich gegen die Übernahme eines fremden Patents. Dr. Löwe, kein Kompromiss. Entschuldigen Sie. Die Firma Löwe entzieht dem Baron die Forschungsaufträge. Doch damit nicht genug. Auch einen der engsten Mitarbeiter des Barons wirbt Löwe ab und baut mit dessen Hilfe sein eigenes Fernsehlabor auf. Mitten in der Weltwirtschaftskrise steht Ardennes Forschungsinstitut nun ohne seinen bislang größten Förderer da. Auf der Suche nach neuen Geldgebern hat der junge Erfinder zwar schnell Erfolg, aber schon bald kommen ihm Zweifel an deren Seriosität. Ardenne befürchtet, Betrügern aufgesessen zu sein und entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Schritt.
Der Offizierssohn nutzt die Verbindungen seiner Familie und bittet Reichswehrgeneral Kurt von Schleicher um Hilfe. Ardens neue Partner werden von Schleichers Spionageabteilung als Schwindler entlarvt. Die mangelnde Scheu, sich mit einer solchen Institution einzulassen, ja, die kommt natürlich als, ist durch seine Herkunft zu erklären, dass er aus einer Offiziersfamilie kommt, der sie über Generationen hinweg immer Militärs hervorgebracht hat. Dankbar stellt der Baron seine Forschung nun auch in den Dienst der Armee. 1933 schließt er einen Vertrag mit der C. Lorenz AG ab. Einer der wichtigsten Kunden dieses Telekommunikationsunternehmens ist die Reichswehr General Schleichers. Ardenn forscht jetzt auf dem Gebiet der militärisch hochinteressanten Radartechnik. Sein Lichterfelder Institut beliefert direkt Heer und Marine. Ardenns Geschäfte laufen gut. Er verkehrt in den besten Kreisen der Reichshauptstadt, fährt einen teuren 180 PS starken Mercedes-Sportwagen und scheint mit Mitte 20 bereits auf dem Zenit seiner Unternehmer- und Forscherkarriere angelangt. Doch dann kommt Hitler an die Macht. Die Nazis setzen auf technische Innovation, wollen das krisengeschüttelte Deutschland in eine starke und autarke Wirtschaftsmacht verwandeln. Dafür brauchen sie kluge Köpfe, Männer wie Ardenn. Wieder sind es familiäre Beziehungen, die dem Forscher die Türen öffnen. Wilhelm ohne Sorge, ein alter Kriegskamerad des Vaters, wird Reichspostminister. Und der macht auf der 10. Funkausstellung den jungen Fernsehpionier Ardenn mit Hitler und Goebbels bekannt. Es ist unser herzlichster Wunsch, dass Technik, Industrie und geistige Leitung des Deutschen Rundfunks von hier ab entschlossen den neuen Weg beschreiten, an dessen Ende unser aller gemeinsames großes Ziel steht. Ein Volk, ein Reich, ein Wille und eine schönere deutsche Zukunft. Goebbels notiert begeistert in sein Tagebuch, Funkausstellung eröffnet. Das Fernsehen ist nur noch eine Frage von Monaten. Man ist erschüttert über die Entwicklung der Technik. Im März 1935 ist es dann soweit. Der erste Fernsehsender des Dritten Reichs geht auf Sendung und sein Intendant Eugen Hadamowski spricht offen aus, was man sich von dem neuen Medium verspricht. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Vom Reichspostminister ohne Sorge, finanziell großzügig gefördert, beginnt Ardenn seine Forschungsarbeit systematisch auszuweiten. Die Förderung durch die Reichspost kann man gar nicht überschätzen. Ja, es waren große Fonds, die der Reichspostminister für wissenschaftliche Forschung zur Verfügung gestellt hatte. Die Reichspost war ein modernes Unternehmen, das auf neue Kommunikationssysteme setzte, sich frühzeitig der Entwicklung der Fernsehtechnik zugewandt hat. Insofern war der Kontakt zur Reichspost für das Institut von Manfred von Ardenn eine Art Lebensversicherung. Jahre später gibt Ardenn zu Protokoll: Sicherlich war ich damals politisch noch unerfahren und ganz mit meinen technischen Aufgaben beschäftigt. Auf jeden Fall aber hatte ich mir viel zu wenig Gedanken über politische Probleme gemacht, um das Ausmaß dessen auch nur zu ahnen, was 1933 begann. Zu naiv, zu beschäftigt, um die Veränderungen zu sehen? Jüdische Wissenschaftler wie Albert Einstein verlassen Deutschland. Jüdische Unternehmen wie die Löwe AG werden arisiert. Und als einer der ersten deutschen Sportvereine setzt der Berliner Tennisclub Rot-Weiß seine jüdischen Mitglieder vor die Tür. Es sind fast 200. An ihrer Stelle vergnügen sich nun die Günstlinge des Naziregimes auf der Anlage. Und mit ihnen auch der leidenschaftliche Tennisspieler Manfred von Ardenn. Bei Rot-Weiß und Blau-Weiß, dem zweiten renommierten Berliner Tennisverein, verbringt der Baron einen Großteil seiner Freizeit. Und hier, auf dem nun judenfreien Tennisplatz, lernt Ardenn auch seine große Liebe Bettina Bergengrün kennen. Die 9 Jahre jüngere, lebenslustige Frau ist die Tochter des Bankdirektors und NSDAP-Mitglieds Alexander Bergengrün.
1938 lässt sich der Baron scheiden, um gleich anschließend das Fräulein Bergengrün zu heiraten. Mit ihr, so schreibt Ardenne, zieht endlich Harmonie in die eheliche und häusliche Sphäre ein. Nur wenige Monate später wird ihre Tochter Beatrix geboren, das erste von vier Kindern. Das junge Paar ist in der Berliner Gesellschaft eine feste Größe. Der Baron und seine neue Frau reisen, besuchen Autorennen und genießen den wachsenden Wohlstand, den ihnen Ardennes emsige Forschungsarbeit beschert. 1937 baut Manfred von Ardenne das erste funktionsfähige Raster-Elektronenmikroskop. Drei Jahre später folgt das Universal-Elektronenmikroskop. Das Auflösungsvermögen dieser Geräte ist sensationell. Ardenne verkauft seine bahnbrechende Entwicklung an die Firma Siemens. Dort wird sie weiter vervollkommnet. Mit der Konsequenz, dass nicht Manfred von Ardenne, sondern der Siemens-Ingenieur Ruska für seine Weiterentwicklung der Technologie mit dem Nobelpreis geehrt wird. Ganz leer aber geht auch der Baron nicht aus. Die Preußische Akademie der Wissenschaften verleiht Ardenne die Leibniz-Medaille. Und der Reichsforschungsrat unterstützt seine weitere Arbeit mit insgesamt 189.000 Reichsmark. Nach Hitlers Überfall auf Polen wird die Arbeit des Lichterfelde-Instituts als kriegswichtig eingestuft. Der Baron und seine Mitarbeiter sind vom Wehrdienst befreit. Das Kommando der Wehrmacht gibt bekannt. Bettina, komm, der Wehrmachtsbericht. Der Feldzug in Polen ist beendet. In einer zusammenhängenden Reihe von Vernichtungsschlachten, deren größte und entscheidendste die im Weichselbogen war, wurde das polnische Millionenheer geschlagen, gefangen oder zersprengt. Ardenne bestritt zeitlebens in Nazi-Deutschland an Projekten von militärischer Bedeutung gearbeitet zu haben. Was habe ich gesagt? In russischen Archiven fanden wir nun dieses Dokument. Ein Fragebogen, in dem Ardenne selbst einräumt, während der NS-Zeit mit dem Kriegsverdienstkreuz erster und zweiter Klasse ausgezeichnet worden zu sein. Dieser Orden wurde von Hitler persönlich gestiftet, um kriegswichtige Leistungen an der Heimatfront zu würdigen. Doch wofür wurde Ardenne so hoch dekoriert? Und warum hat er diese Auszeichnung zeitlebens verschwiegen? Hier am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut beginnt 1938 ein neues Zeitalter. Wissenschaftlern um Otto Hahn gelingt es erstmals, die Möglichkeit einer Spaltung von Atomkernen experimentell nachzuweisen. Auf der ganzen Welt sind die Versuche von Hahn nachgemacht worden und man hat sich der Theorie der Kettenreaktion zugewandt. Französische, amerikanische und auch deutsche Physiker erlangten Klarheit darüber, dass mit einer Kettenreaktion eine gewaltige Kraftquelle zur Verfügung steht, die auch militärisch einsetzbar ist. Auch Ardenne begreift schnell, welch ungeheures Potenzial in dieser Entdeckung steckt. Und wieder wechselt er seinen Forschungsschwerpunkt. Nach der Radio- und Fernsehtechnik, nach der Arbeit auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie, beginnt sich der Baron nun für die Kernphysik zu interessieren. Es ist ein kühner Schritt zu neuen, aber auch gefährlichen Ufern. Er hat in zwei Richtungen gedacht. Zum einen war ihm relativ zeitig klar, dass man das seltene Uranisotop 235 isolieren muss. Im Natururan ist Uran 235 nur zu 0,7% in etwa enthalten. Und dieses Isotop ist das spaltbare Isotop. Das musste man isolieren und Ardenne hatte eine Idee, wie man dies bewerkstelligen könne. Das war sein erster Ansatzpunkt. Sein zweiter Ansatzpunkt lief darauf hinaus, große Teilchenbeschleuniger zu bauen, um Grundlagenforschung betreiben zu können. Und mit diesen beiden Ideen, Teilchenbeschleuniger zu bauen und sich mit der Herstellung von Uran 235 zu beschäftigen, mit diesen Ideen trat er an die Mächtigen heran. Das Reichspostministerium schließt mit Ardenne diesen Zusatzvertrag ab. Der Baron weiß, dass wenige Kilogramm Uran-235 für die Entfesselung einer atomaren Kettenreaktion genügen.
Nun bekommt er 40.000 Reichsmark, um seine Forschung auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung voranzutreiben. In seinem Dankschreiben an den Postminister verpflichtet sich Ardenne, all seine Kräfte einzusetzen, um die ihm neu gestellten Aufgaben zu erfüllen. Unverzüglich beginnt der Baron, die dafür notwendigen technischen Anlagen errichten zu lassen. In unmittelbarer Nachbarschaft von Ardennes Lichterfelder Villa entsteht so ein separates und offiziell von der Reichspost unterhaltenes kernphysikalisches Institut. Das Projekt bekommt den Status der sogenannten SS-Dringlichkeit. Ardenne leitet den kostspieligen Bau, bei dem unter Aufsicht der SS aus Sachsenhausen abkommandierte KZ-Häftlinge eingesetzt werden. Auch darüber wird Ardenne später nie ein Wort verlieren. Auch in Berlin-Lichterfelde beim Bau des Zyklotronenlabors, also dieses Bunkerlabors, sind KZ-Häftlinge eingesetzt worden. Ardenne muss davon gewusst haben. Es gibt da einen Schriftwechsel zwischen dem Reichspostministerium und der SS, wo also das Reichspostministerium die KZ-Häftlinge als Bauarbeiter anfordert. Ardenne selbst hat sich dazu nie geäußert. 1940 stuft Albert Speer mit seiner Unterschrift die kriegswichtige Arbeit des Lichterfelder Instituts von Dringlichkeitsstufe 4 auf 2 hoch. Dass Ardennes Forschung nicht die höchste Priorität genießt, liegt am Kriegsverlauf. Die deutsche Wehrmacht triumphiert an allen Fronten. Für den baldigen Endsieg, so scheint es, reicht das Arsenal ihrer konventionellen Waffen vollends aus. Just zu dem Zeitpunkt, als die deutschen Truppen auf Moskau marschieren, präsentiert Ardenne seinem Gönner, Reichspostminister ohne Sorge, den Bauplan eines elektromagnetischen Massentrenners. Mit einer solchen Anlage will er spaltbares Material gewinnen. Bei weiterer intensiver geheimer Entwicklungsarbeit, so verspricht der Baron, ließe sich ein wichtiger Vorsprung gegenüber den USA erzielen. Der Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge war so begeistert von dieser Ausarbeitung, dass er dringendst um einen Termin bei Adolf Hitler bat. Er bekam diesen Termin im Juni 1942 und schlug seinem geliebten Führer vor, ein Atomprojekt in größerem Umfang zu beginnen. Hitler hat das abgelehnt. Hitler hat das abgelehnt, weil er dem Reichspostministerium die Kompetenz nicht zutraute und weil eine Wunderwaffe zu dieser Zeit gar nicht zur Diskussion stand. In Deutschland wurde keine Atombombe gebaut. Man kann es noch zuspitzen. In Deutschland gab es zu keiner Zeit und nirgendwo ernsthafte Bemühungen in Richtung Entwicklung und Bau einer Atombombe. Manfred von Ardenne selbst beteuert in seinen Erinnerungen, alle diesbezüglichen Überlegungen spätestens 1942 aufgegeben zu haben. Namhafte Kollegen hätten ihm damals versichert, dass eine Atombombe physikalisch unmöglich sei. Irrtümer und Zufälle, so der Baron, hätten letztlich die Entwicklung einer deutschen Atombombe verhindert. Ardenne hat es verstanden, sich in allen Systemen mit seinem Können, mit seinem Wissen, mit seinem Institut einzubringen. Und er hat sein Institut immer in den Dienst der Mächtigen gestellt. Es war sein großes Glück, dass seine Forschungsergebnisse nicht dazu geführt haben, dass Hitler eine große Kernspaltungsbombe bekam. Aber, das muss man auch sagen, den Weg dorthin, den hat er durchaus aufgezeigt. Am 17. April 1945 erfolgt die letzte Überweisung des Reichsforschungsrates auf das Konto des Barons. 10 Tage später stehen die ersten Sowjetsoldaten in Berlin-Lichterfelde. Es war zumindest in Moskau bekannt, dass er über ein gut ausgestattetes Labor verfügt, auch über ein Zyklotron verfügt. Und das war für die Mitarbeiter von Kurtschatow, dem Leiter des sowjetischen Atomprojektes, ein ausreichender Grund, um sehr rasch nach Berlin-Lichterfelde sich zu begeben. Im Bunker des schwer zerstörten Kernphysikalischen Instituts harrt Ardenne aus, um sein Gerät und sein Wissen
den Siegern anzubieten. Er ahnt, dass beides für Stalin weitaus wertvoller ist als für die Amerikaner. Auch deshalb ist er in Berlin geblieben. Na, wie weit sind Sie? Mit dem heutigen Tage stelle ich der sowjetischen Regierung sowohl meine Institute als auch mich selbst zur Verfügung. Heißt es Herr oder Genosse Stalin? An den Genossen, Vorsitzenden des Rates, Volkskommissare der UdSSR. Der UdSSR. Noch hofft Arden, die Wünsche seines neuen Herrn von Berlin aus erfüllen zu können. Bald aber wird er eines Besseren belehrt. Am 21. Mai 1945 sitzt der Baron nebst Gattin, Schwiegervater und Sekretärin im Flieger Richtung Osten, nicht ahnend, dass er seine Heimat erst 10 Jahre später wiedersehen soll. In Moskau werden Arden und sein Gefolge in einer Stadtrandsiedlung untergebracht. Fast 3 Monate muss der Wissenschaftler hier untätig warten, bis er endlich erfährt, was genau die Sowjetregierung mit ihm vorhat. Ein unerträglicher Zustand für den rastlosen Forscher. Mitte August 1945 ist es dann soweit. Kein geringerer als Marschall Beria, Stalins gefürchteter Geheimdienstchef, wünscht Arden zu sprechen. Mich erschreckte diese Mitteilung nicht, denn ich war schon vorher zu der Überzeugung gelangt, im hohlen Zahn des Löwen lebt es sich am sichersten. Gerade erst hatten die Amerikaner über Hiroshima und Nagasaki ihre Atombomben abgeworfen. Jetzt sieht sich der Kreml unter Zugzwang. Und wenn man Arden glauben darf, richten sich nun alle Hoffnungen auf ihn. Er soll Stalin die Bombe bauen. Eine Weigerung wäre das sichere Todesurteil für Arden. Aber auch ein klares Ja hätte fatale Konsequenzen. Den Konstrukteur seiner Bombe hätte Stalin kaum jemals wieder aus seinen Fängen gelassen. Innerhalb von Sekunden entschließt sich Arden deshalb für ein Ja-Aber. Bauen sollten die Russen ihre Bombe selber. Er aber würde sich um die viel schwierigere Aufgabe der Bereitstellung kernwaffenfähigen Materials kümmern. Beria ist einverstanden. Hier am Schwarzen Meer beginnt Arden seine Arbeit am sowjetischen Atomprogramm. Sein Lichterfelder Institut wird mit Mann und Maus aus Deutschland abtransportiert und in einem ehemaligen, nahe Suchumi gelegenen Sanatorium untergebracht. Dort setzt Arden seine unter Hitler begonnene Forschung fort. Die sowjetische Regierung pumpt Millionen in das Projekt und zahlt Arden und seinem Gefolge fürstliche Gehälter. 10.500 Rubel monatlich bezieht allein der Baron. Die Russen tun alles, um ihm seinen Aufenthalt zu versüßen. Dienstwagen und Fahrer stehen auf Wunsch bereit. Für die nächsten 10 Jahre ist das malerische Sinop die Heimat der Ardens. Wie heißt es so schön? Man soll dem Ochsen, der da drischet, nicht das Maul verbinden. Ja? Das heißt, wollte man von den Leuten wirklich hervorragende Arbeit haben, wollte man in kürzester Frist, und es hat ja noch nicht mal 4 Jahre gedauert, bis zur Zündung der ersten sowjetischen Atombombe. Wollte man das haben, musste man natürlich einen goldenen Käfig schaffen. Also einen goldenen Käfig. Klaus Thiessen kam als 18-Jähriger mit seinem Vater, dem Chemiker Peter Adolf Thiessen, ans Schwarze Meer. In Sinop wird der junge Abiturient und Wehrmachtssoldat Laborant in Ardens neuem Institut. Wir haben also sehr intensiv gearbeitet, sehr viel und mit großer Freude und wirklich großem Engagement. Es war ja auch eine sehr interessante Aufgabe. Wir kriegten auch sehr bald sämtliche Apparate und Chemikalien Geräte und Materialien, die wir haben wollten, sodass es ja auch eine sehr interessante Aufgabenstellung war. Wir haben also sehr viel gearbeitet. Wir hatten allerdings natürlich auch sonntags, damals arbeitete man noch sonnabends, sehr ausgelassen gefeiert. Eine Filmaufnahme aus den späten 40er Jahren. Der Mann mit dem Bart ist Igor Kurtschatow. Der Physiker leitet das sowjetische Atomprojekt. Manfred von Arden ist zwar nur einer von 3 deutschen Spitzenwissenschaftlern, die mit ihren Teams den Russen zuarbeiten, aber der Baron genießt die besondere Wertschätzung Kurtschatows. Man badet sogar gemeinsam.
Moralische Skrupel, Stalin mit Atomwaffen auszurüsten, scheinen Aden ebenso wenig zu plagen wie seine Mitarbeiter in Sinop. Unbekümmert genießen die Deutschen ihr privilegiertes Leben am Strand des Schwarzen Meeres. Ob das nun eine direkte Überzeugung ist oder ob das für uns eine Art Hilfsargument war, dass wir, was ja Aden auch immer wieder unterstrichen hat, für das atomare Patt arbeiteten, dass wir das Gleichgewicht herstellen halfen, indem wir an dem sowjetischen Atombombenprojekt arbeiteten. Das haben wir durchaus eigentlich alle so gesehen. Im August 1949 wird in Kasachstan die erste sowjetische Atombombe gezündet. Allerdings kommt das spaltbare Material dafür nicht von Aden, sondern von seinem Kollegen Nikolaus Riehl. Riehl wird dafür mit dem Stalinpreis erster Klasse ausgezeichnet. Als die Russen dann 1953, gestützt auf Adens Forschungsarbeit, ihre erste Wasserstoffbombe zünden, bekommt auch der Baron endlich eine Auszeichnung. Allerdings nur den Stalinpreis zweiter Klasse. Aden ist empört. In einem Brief fordert er vom sowjetischen Atomminister unverblümt Nachbesserungen. Der Baron verlangt mehr Geld oder wenigstens noch einen Orden. Es liegt nun in Ihrer Hand, hochverehrter Herr Minister, ob ich mit dem Gefühl tiefer Enttäuschung nach 9 Jahren höchster Initiative und höchster Anstrengungen die Sowjetunion verlasse oder ob ich als zufriedener Mensch mein weites künftiges Arbeitsfeld in der DDR antreten werde. Mit besten Empfehlungen, Ihr Ganzvergehen und so weiter und so fort. Adens kleiner Erpressungsversuch scheitert. Und so hat der Baron tatsächlich nur den Stalinpreis zweiter Klasse im Gepäck, als er 1955 nach Deutschland zurückkehrt. Für das Versprechen, seine Forscherkarriere in der DDR fortzusetzen, trotzt er der SED-Spitze eine Vielzahl von Vergünstigungen ab. Als der Baron mit seiner kompletten Institutsausrüstung von der Krim nach Dresden rollt, ist auf dem Weißen Hirsch bereits alles für Aden und seine Mitarbeiter vorbereitet. Aden durfte seine gesparten Rubel zu einem Sonderkurs in Ostmark umtauschen. Nun hat er genug Geld, um sich hier auf dem Weißen Hirsch mit repräsentativen Immobilien einzudecken. Zu den ersten Grundstücken, die Aden erwirbt, gehören die Plattleite 27 und 29. Weitere Objekte folgen. Die sowjetischen Genossen übergeben der SED-Spitze ein ausführliches Dossier über den Ausnahmewissenschaftler. Mit diesem Papier ist SED-Chef Ulbricht auf die Ankunft des anspruchsvollen Forschers bestens vorbereitet. Bei Berücksichtigung seiner Geldgier und seines Geltungsbedürfnisses, so der Rat aus Moskau, ist es möglich, Aden in der DDR zu halten. Auf die sowjetische Luxuslimousine vom Typ SIS folgen bald schon weitere Gunsterweisungen. Auf Ulbrichts Veranlassung wird der Erfinder wie ein Künstler versteuert. Aden zahlt lediglich 20%, egal wie hoch der Gewinn ist, den sein Institut abwirft. Und er steigt stetig, denn Adens Forschungsarbeiten genießen in der DDR höchste Wertschätzung. Dafür geht der Baron als Abgeordneter in die DDR-Volkskammer und steht auch schon mal mit auf der Tribüne, wenn die Dresdner Werktätigen fähnchenschwenkend an der lokalen Parteiprominenz vorbeiziehen. Aber der Jubel der Sachsen scheint dem Baron nicht genug. Er will wieder in der ersten Liga spielen, will mit am Tisch sitzen, wenn die ganz Großen dieser Welt über das Weh und Wohl der Menschheit entscheiden. Dafür aber, das weiß Aden, muss er zurück ins Rüstungsgeschäft.
In den Archiven der SED findet sich ein seltsames Schriftstück. Es ist ein Brief, den Ulbricht 1958 an den sowjetischen Parteichef Chruschtschow richtet. Im Anhang ein Vorschlag Manfred von Ardenz zum Aufbau eines riesigen Raketenabwehrschirms. Ardenz hatte offensichtlich die Idee, nicht nur eine Parität, eine nukleare Parität zwischen den beiden feindlichen Blöcken herzustellen, sondern auch eine militärische Überlegenheit zu erlangen. Das war die Idee, die aus diesem Dokument herausspricht. Wenn es gelingt, ein Raketenabwehrschirm, also so eine Art sowjetisches SDI, zu errichten, dann könne das sozialistische Lager sogar eine Überlegenheit gegenüber dem Westen erlangen. Da ist eben auch so ein bisschen was dran, Herr Lehrer, ich weiß was. Ja, dass eben Komponente Eitelkeit möglicherweise, vielleicht auch ganz bestimmt, aber eben auch, ich muss im Gespräch bleiben, damit meine Ressourcen nicht versiegen. Ausgerechnet jetzt aber ist der Kreml auf Entspannungskurs. Chruschtschow legt Ardenz Ideen zu den Akten. So muss der Baron erst einmal wieder kleine Brötchen backen. Ardenz Institut entwickelt industrielle Anlagen zum Schmelzen, Schneiden und Beschichten der unterschiedlichsten Werkstoffe. Die innovativen Ideen vom Weißen Hirsch helfen der schwerfälligen DDR-Wirtschaft wenigstens zum Teil wettbewerbsfähig zu bleiben. Und so wächst Ardenz Unternehmen rasant. Aus den anfänglich 30 werden schließlich 500 Mitarbeiter, die auf den unterschiedlichsten Feldern versuchen, die Ideen des Barons in die Praxis umzusetzen und damit zu versilbern. Man hatte sich im Grunde genommen auf dem Weißen Hirsch den Elfenbeinturm der Wissenschaften geschaffen, umgab sich mit kompetenten anderen Wissenschaftlern und Mitarbeitern, versuchte im Kleinen, in der insularen Lösung, das zu leben und zu machen, was da draußen nicht funktionierte, nämlich Leistung zu erzeugen durch Motivation und durch entsprechende Anreizsysteme, und konnte sich demzufolge auch materiell alles leisten. Doch die Idylle trügt. Die DDR-Staatssicherheit hat im engeren Umfeld des Barons ihre inoffiziellen Mitarbeiter platziert. Und auch Ardenz selbst trifft sich regelmäßig mit Stasi-Offizieren zum Gedankenaustausch. In den Akten der Birtler-Behörde finden sich die bizarrsten Dokumente dieser zum beiderseitigen Vorteil ausgerichteten Zusammenarbeit. Die Stasi sorgt dafür, dass auch die Familie des Barons in den Westen reisen kann, oder kümmert sich darum, dass kein Kinderlärm Ardenz Urlaubsruhe stört. Im Gegenzug bringt der Baron von seinen Auslandsreisen nicht nur brisante Informationen, sondern auch kleine Geschenke mit. So etwa ein modernes amerikanisches Abhörgerät. Es soll, so der Baron, den Genossen vom MFS ihre verantwortungsvolle Arbeit erleichtern. Er musste ja auch Gegenleistungen bringen. Also wenn er das MFS für sich instrumentalisieren wollte, um zum Beispiel dann später an seiner Krebsklinik Beileistungen zu leisten, dann musste er auch etwas bieten. Und dann waren eben solche Mitbringsel aus den USA oder aus Westeuropa, waren natürlich dann Zahlungsmittel für ihn. Mitte der 60er Jahre verlagert Ardenz den Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit noch einmal. Der Baron geht nun in die Medizin und er hat ehrgeizige Ziele. Wir werden auch in Zukunft laufen unter dem Begriff Krebs-Mehrschritttherapie. Ardenz will den Krebs besiegen, verspricht vollmundig, den ersten Nobelpreis für die DDR zu holen. Doch diesmal stößt der Baron mit seinen Plänen auf Widerstand. Die Schulmedizin hatte völlig andere, konträre Ansichten. Und damit gab es natürlich auch in der Führung, im Politbüro, im Ministerrat unterschiedliche Meinungen. Also da konnte er sich nicht so durchsetzen, wie er sich das gewünscht hätte. 10 Millionen Mark an staatlichen Zuschüssen erhält das Institut dennoch bis 1973 für die Krebsforschung. Doch ein durchschlagender Erfolg bleibt aus und der Widerstand gegen den umtriebigen Quereinsteiger wächst. Ardenz bittet Stasi-Bezirkschef Böhm um Hilfe. Der General soll ihm dringend benötigte Bauhandwerker zuteilen, gerne dürften es auch Sowjetsoldaten sein. Der Bauplatz, so Ardenz, wäre von der Bevölkerung nicht einzusehen. Im Gegenzug bietet der Baron die bevorzugte Behandlung von krebskranken Stasi-Mitarbeitern an. Also wenn es seiner Forschung, nicht ihm, seiner Forschung genutzt hat, dann hat er diese Klaviatur kompromisslos bedient.
Dresdens ehemaliger Oberbürgermeister weiß, wovon er spricht. Ebenso wie SED-Bezirkschef Hans Modrow ist auch Berghofer ein gern gesehener Gast im großen Haus des Barons. Das war immer, also für mich muss ich das sagen, immer privatissimo. Also es war am Abend, seine Frau war meistens dabei, die Baronin. Kluge Frau, die konnte sich am Gespräch auch beteiligen. Man trank ein Glas Wein und man aß etwas Feines, Kleines. Und bei dieser Gelegenheit wurde ein Thema besprochen, Möglichkeiten ausgelotet, was man tun könnte. Sicher anders auf meiner Ebene als auf der Ebene von Motor. Und dann haben wir uns bemüht, das umzusetzen. Für ihre treuen Dienste werden die Genossen auf für Ardennes typische Art belohnt. Sie bekommen Sauerstoffspender für die vom Baron entwickelte Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie. Die ersten beiden Geräte dieser Art, die kriegten Motrow und Berghofer in die Wohnung gestellt unter dem Motto, nun nutzt den Sauerstoff auf dem Fahrrad sitzend, um eure Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ardenne hat auch allen Grund, sich um die Gesundheit seiner Dresdner Freunde zu sorgen. Denn seit Erich Honecker die Geschicke von Partei und Staat lenkt, schenkt man dem Baron vom Weißen Hirsch in Berlin kaum noch Beachtung. Liebgewordene Privilegien werden beschnitten, ja sogar an eine Verstaatlichung des Instituts wird gedacht. Anders als sein Vorgänger legt Honecker keinen Wert auf Ardennes Ratschläge. Direkte Gespräche zwischen dem gelernten Dachdecker und dem Baron gibt es kaum. Ich meine, er war ja, nachdem er, sagen wir mal, unter Ulbricht eine wirklich gute Zeit hatte, in einer gewissen Weise hofiert wurde als Berater und Vorzeigewissenschaftler, war ja unter Honecker doch sein Bedeutungsverlust unübersehbar gewesen. Honecker hatte eh ein gespaltenes Verhältnis zu Dresden. Also ich weiß, wovon ich rede. Der hat uns ja immer vorgeworfen, baut Karten und nicht Schlösser, um es mal auf den Punkt zu bringen. Weil die Dresdner eben Dresdner sind, ein anderes Verhältnis zu ihrer Geschichte haben, als das Honecker haben konnte, der Saarländer, der in Berlin lebte. Und da ordnet sich mit Sicherheit auch Ardenne ein. Doch der alte Baron gibt nicht auf. Immer wieder versucht er, sich mit kühnen Vorschlägen bei der SED-Führung in Erinnerung zu rufen. So übergibt er seinen Freunden von der Staatssicherheit Ende 1986 ein Papier, indem er anregt, an der Mauer künftig nur noch Betäubungsmunition einzusetzen. Ardenne sorgt sich um das internationale Renommee seiner DDR, das unter den ständigen Grenzprovokationen leide. Die Stasi-Führung prüft den Vorschlag gründlich. Am Ende kommt das Mielke-Ministerium zu einem abschlägigen Ergebnis. Derartige Munition sei nur gegen die Wiesen zu bekommen, schwer dosierbar und zudem nur auf kurzer Distanz treffsicher. Und schließlich, so lässt man Ardenne wissen, wäre eine Zunahme von ungesetzlichen Grenzübertritten zu befürchten, wenn das tödliche Risiko für den Grenzverletzer sinkt. Ardenne, so steht es in den Stasi-Gesprächsprotokollen, erkennt die Ablehnungsgründe seines Vorschlags ohne Widerspruch vollinhaltlich an. Als sich der Untergang der SED-Herrschaft abzeichnet, erkennt auch Ardenne die Zeichen der Zeit und klagt nun öffentlich wirtschaftliche und politische Reformen ein. Umso schwerer trifft es den Baron, dass sein privates Institut in der Folgezeit ebenso in den Ruin zu treiben droht wie die ehemals zentral gelenkte volkseigene Industrie. Die langfristigen Kooperationsvereinbarungen mit den Staatsbetrieben sind plötzlich nichtig. Und die von Ardenne gehorteten Materialbestände verlieren mit der Währungsreform über Nacht ihren Wert. Der Baron geht mit einem millionenschweren Schuldenberg in die deutsche Einheit. Am Ende kann er sein Lebenswerk nur dank seines Immobilienbesitzes auf dem Weißen Hirsch retten. Bis zu seinem Tod hofft Manfred von Ardenne auf die Anerkennung seiner Krebsforschung. Doch auch im wiedervereinten Deutschland bleibt seine Krebs-Mehrschritt-Therapie umstritten. Ohne Nobelpreis zwar, aber dennoch über alle Systembrüche hinweg hochgeehrt, stirbt der 90-jährige Manfred von Ardenne im Mai 1997. Die Verdienste des Barons als Forscher bleiben unstrittig, seine moralische Integrität nicht. Manfred von Ardenne war ein genialer, aber auch ein rätselhafter Mann. Sein Leben wirft Fragen auf, die teilweise auch nach seinem Tod noch offen blieben. Thomas von Ardenne, der Sohn des Barons, macht sich deshalb auf eine Reise.
Zusammen mit einem ehemaligen Mitarbeiter Ardens reist er ans Schwarze Meer auf der Suche nach Antworten. Hat Manfred von Arden wirklich am Bau der sowjetischen Atombombe mitgewirkt? Was musste er machen? Und was hätte er vielleicht verweigern können? Viele Fragen, aber gibt es darauf auch Antworten? Zwei Männer auf der Reise in ihre Vergangenheit. Ihr Ziel, Suchumi, der berühmte Kurort zwischen den Bergen des Kaukasus und dem Schwarzen Meer, in der jetzt unabhängigen Republik Abchasien. Ihre Väter, Manfred von Arden und Peter Adolf Thiessen, arbeiteten nach Kriegsende in Suchumi für das sowjetische Atombombenprogramm. Thomas von Arden war damals noch ein Kind, während der heute fast 80-jährige Klaus Thiessen als junger Laborant bei Manfred von Arden arbeitete. Diese Reise soll das Geheimnis lüften, wie der Wissenschaftler und Erfinder Manfred von Arden im Bannkreis der Mächtigen seinen Kopf aus der Schlinge zog. Natürlich sind wir nicht nur bereit, sondern ganz scharf darauf, nach Suchumi zu fahren. Denn na, wir müssen noch mal sehen, wie das inzwischen aussieht. Das waren natürlich ganz andere Zeiten, nicht? Er ist ja hierher gekommen, halb freiwillig, nicht? Sie haben ihn ja erst nach Moskau eingeladen gehabt und ihm dann eigentlich durch die Blume klar gemacht, dass er hier bleiben muss. Und damit hat er schon im Stillen wahrscheinlich gerechnet. Manfred von Arden gehörte zu den kreativsten Erfindern des 20. Jahrhunderts. Sein Name verbindet sich mit dem elektronischen Fernsehen, dem Raster-Elektronenmikroskop und später mit der Krebs-Mehrschritt-Therapie. Nicht selten wird er als letzter Universalerfinder des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Sein Aufstieg zum Olymp der Nachrichtentechnik begann in der Weimarer Republik und setzte sich fort in der Zeit des Nationalsozialismus ebenso wie in der Sowjetunion unter Stalin und später in der DDR. Sein Leben endete 1997 im wiedervereinten Deutschland. Wer war Manfred von Arden? Warum ging er im Mai 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in die Sowjetunion? Vieles aus dem Leben von Manfred von Arden ist bekannt, wenig hingegen über seinen Aufenthalt in der Sowjetunion. Hartnäckig hält sich die Legende, Arden hätte Stalin die Atombombe gebaut. Sein Sohn Thomas will wissen, was sein Vater damals wirklich getan hat. Die russisch-abchasische Grenze ist überwunden. Ohne die guten Kontakte von Klaus Thiessen wäre das nicht gelungen. Alle Leute haben geunkt und haben gesagt, es ist überhaupt nicht möglich, dass es Ausländern gegenwärtig gelingt, nach Abchasien zu kommen. Früher war Suchumi die Perle der russischen Riviera. Hier hatten die russischen Fürsten ihre Villen und später die hohen Parteifunktionäre. Verdiente Werktätige des Volkes durften sich in Kurheimen und Sanatorien erholen. Anfang der 90er Jahre tobte der georgisch-abchasische Krieg. Seitdem ist das Land im Ausnahmezustand. Thomas von Arden und Klaus Thiessen kommen als Staatsgäste in die kleine Republik. Sie erinnern den Präsidenten Sergei Bagapsch an die glorreichen Zeiten Abchasiens. Ich freue mich, Sie hier willkommen zu heißen. Der Grund Ihres Kommens ist verständlicherweise sehr ernst und schwierig. Wir sind trotzdem gern bereit, darüber zu sprechen. Mein Vater hat das Institut geleitet, wo Sie jetzt Direktor sind. Ich war damals noch ein kleiner Junge und erinnere mich dennoch sehr gut an diese Zeit. Ich erinnere mich nicht nur gut an diese Zeit, sondern habe unter anderem auch die beste Zeit meines Lebens hier verbracht. Denn bevor wir hierher gekommen sind, war ich Soldat im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Armee. Und als wir 1945 mit dem Kurierzug über Baku hier eingetroffen sind, sind wir ins Paradies gekommen. So schien es uns.
Es gab Weintrauben, Mandarinen und warm war es natürlich. Ein botanischer Garten, wunderbar. Dann vor allen Dingen eben der Kaukasus, der ganz bis an unser Haus hinten ging, der Berg runter und da konnte man rauf. Da waren Felder von Alpenveilchen, die nur so groß werden, die blühten wie die kleinen, die wir haben. Alles wild, Orangenbäume und das Schöne, alle die Natur. Das ist das Institut hier und hier oben in der Ecke, dieses Eck hinter der Platane hier, das war das Labor, wo ich jahrelang gearbeitet habe, oben in der Ecke mit dem Balkon. Doch die beiden treffen nicht nur auf steinerne Zeugen der Vergangenheit. Auf sie warten auch ehemalige Mitarbeiter des Instituts. Der Leiter des Kraftwerkes, zwei Wissenschaftler und ein Mann, der damals zur Überwachung der deutschen Forscher eingesetzt war. Sie sind Thomas? Ja, Thomas. Und wo ist Alexander? Er ist noch in Deutschland. Er ist nicht mit hergekommen? Er war noch klein damals. An Sie kann ich mich nicht erinnern, an ihn schon. Er wurde hier geboren. Ach wirklich? Hier waren alles sehr schlaue Leute und ich war nur Begleiter. 187 Frauen und Männer arbeiteten 1948 im Ardennen-Institut, davon 106 Deutsche und 81 Russen. Dazu kamen die Familien der Mitarbeiter, sie lebten auch auf dem Institutsgelände. Klaus Thiessen hat extra ein russisches Dokument mitgebracht. Das ist eine Bestätigung, ausgestellt auf den Genossen Thiessen Klaus, der in diesem Objekt mit dem Postfach 0908 als Laborant und Oberlaborant gearbeitet hat. Ein sehr wichtiges Dokument. Thomas von Ardenne und Klaus Thiessen fühlen sich wieder aufgenommen in ihrer alten Heimat. Thomas ist gespannt, was aus dem Institut seines Vaters geworden ist. Ursprünglich war das Gebäude ein Sanatorium für Bestarbeiter. Erst 1945 wurde es in Windeseile zu einem modernen kernphysikalischen Institut umgebaut, extra für Manfred von Ardenne. Es sollte eines der wichtigsten Institute von insgesamt 52 Einrichtungen mit fast 11.000 Beschäftigten im ganzen Land werden, die für das sowjetische Atombombenprogramm arbeiteten. Bis 1990 gehörte das Institut in Suchumi zu den wichtigsten Lieferanten kernphysikalischer Geräte, die unter anderem Thomas' Vater hier entwickelt hat. Im Georgisch-Abchasischen Krieg wurde das Gebäude stark beschädigt. Dennoch wird heute hier weiter geforscht. Die Spuren von Manfred von Ardenne haben die Zeiten überlebt. Da habt ihr hier das Kamingitter von eurem Haus, ein gusseisernes Kamingitter. Ja. Und hier hing ein riesengroßes Gemälde. Ja, das riesengroßes Gemälde. Das haben wir auch nach Dresden mitbekommen. Hier hinten war sein großer Schreibtisch. Wenn der General Kotschnawaschwili, der oberste Chef, kam, dann erstarb er immer, wenn er hier reinkam, das Kamingitter sah und dieses riesige Bild, Schinken könnte man dazu sagen, ja. Das war, und einen richtigen, echten Baron sah. Man darf nicht vergessen, die hatten ja nun bereits seit 1917 das alles abgeschafft, sodass dass er also mit entsprechender Ehrfurcht übrigens immer reinging. Also das kann man nicht anders sagen. Die hatten von Anfang an eine außerordentliche Hochachtung vor deinem Vater in zweierlei Hinsicht. Erstens durch seine Leistungen, die ihnen ja bestens bekannt waren. Die hatten ja vorher die Trophäenbrigaden, nach Berlin geschickt, die also genau Bescheid wussten über alle Arbeiten. Mai 1945. Wenige Tage nach dem Sieg der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus suchten die sogenannten Trophäenbrigaden, das waren 40 sowjetische Wissenschaftler in Uniform, die wichtigsten deutschen Forschungsstätten auf. Sie handelten auf Befehl von Außenminister Molotow und Beria, dem Geheimdienstchef Stalins, wie hier auf diesen zum ersten Mal zugänglichen Archivaufnahmen zu sehen ist.
Die deutschen Wissenschaftler waren für die Siegermächte die kostbarste Kriegsbeute. Auf der Trophäenliste der sowjetischen Physiker in Uniform standen die Nobelpreisträger Werner Heisenberg und Otto Hahn an erster und zweiter Stelle. Sie waren aber längst bei den Amerikanern. Schon an fünfter Stelle stand der damals 38-jährige Manfred von Arden, für die Sowjets der große Spezialist für Elektronenmikroskopie. Bekannt wurde Arden schon als 19-Jähriger, als er die Dreifachröhre entwickelte, die Grundlage für den sogenannten Volksempfänger. 1930 gelang ihm die Übertragung von Bildern mittels eines Leuchtfleckabtasters, die Geburtsstunde des vollelektronischen Fernsehens. Auch die Russen kannten ihn schon als Vater der Fernsehtechnik. 1937 entwickelte Arden das Raster-Elektronenmikroskop hoher Auflösung, mit dem die Materialforschung revolutioniert wurde. Nachdem Otto Hahn 1938 die Kernspaltung entdeckt hatte, interessierte sich auch Arden für das neue Gebiet der Kernphysik. Diese Vielseitigkeit war es wohl, die Manfred von Arden für die Russen so wertvoll machte. Wie hoch die Erwartungen der Sowjets in die deutschen Spezialisten waren, zeigt sich nicht zuletzt in den Gehältern. In einer Liste des Innenministeriums vom Januar 1950 findet Klaus Thiessen: Ardenne Manfred, Nummer 2, im Alphabet der Zweite. Geboren am 20.01.1907 in Hamburg. Bildung, die nächste Spalte ist die Ausbildung, die Bildung Physiker. Dann die Tätigkeit hier im Institut Direktor. Dann steht das Gehalt drin. Also ja, jedenfalls steht drin 10.500 Rubel. Das waren die alten Rubel. War damals schon viel Geld, kann man sich da sagen. Und wenn er sein ganzes Gehalt überwiesen hätte, hätte er 21.000 Mark bekommen pro Monat. Und dein Vater hat ja viel davon überwiesen, sehr viel. Und sein Institut davon in Weißenhirsch aufgebaut, von seinem Gehalt. Arden verdiente in der Sowjetunion weit mehr als ein Minister im Nachkriegsdeutschland. Die Russen ließen sich, wie auch die Amerikaner, ihre Atombombe etwas kosten. August 1945. Die Sowjetunion schloss nicht nur mit Arden, sondern auch mit den Physikern Gustav Hertz und Nikolaus Riehl Verträge ab. Schon im Frühjahr 1945 hatten sich Arden, Gustav Hertz und der Chemiker Peter Adolf Thiessen, hier mit seinen Söhnen Klaus und Carsten, verständigt, im Falle einer sowjetischen Besatzung Berlins für die Russen zu arbeiten. Der später in der DDR renommierte Physiker Max Steenbeck kam direkt aus russischer Internierung zu Arden. Jeder dieser fünf deutschen Spezialisten leitete eine Gruppe von Wissenschaftlern, die unabhängig voneinander arbeiteten. Hertz hatte sein eigenes Institut in der Nähe von Suchumi. Sie alle sollten verschiedene industrielle Methoden zur Gewinnung nuklearen Sprengstoffes für die erste sowjetische Atombombe entwickeln. Der Auftrag von Arden: die elektromagnetische Isotopentrennung. Jetzt wird's hochinteressant. Isotope sind Atome eines Elements mit unterschiedlicher Kernmasse. Damit es zu einer so ungeheuren Sprengkraft wie bei einer Atombombe kommt, müssen zunächst bestimmte Isotope angereichert werden. Manfred von Ardens elektromagnetisches Trennverfahren arbeitet nach folgendem Prinzip. Da ist die Ablenkung, da ist der Magnet. Und mit der, hier mit der Ionenquelle werden die Ionen erzeugt. Und dann kann man also die Masse der einzelnen Isotopen zum Beispiel messen, dadurch, dass sie unterschiedlich stark abgelenkt werden im elektromagnetischen Feld. Hier wurden die Drehknöpfe, weil die ja unter Hochspannung sind, wurden die, ich meine, das ist in der ganzen Welt so gewesen, da wurden die hier gedreht mit den Isolatoren, weil man ja da drin nicht regeln konnte. Das ist ja alles unter Hochspannung, hier steht ja Hochspannung. Die Russen beschafften sich über viele Wege, auch über die Spionage, Informationen über die amerikanische Bombe. Das Erste, was wir also Anfang 1946 bekamen, jeder Laborleiter, dein Vater, mein Vater, Steenbeck, Fritz Bernhard und also die Laborleiter, bekamen ein Exemplar auf nasschemischen Wege vervielfältigt von dem Buch, was 1945 Princeton University Press erschienen war. Der berühmte Smiles Report. Da ist die Entwicklung der amerikanischen Atombombe sehr gut beschrieben übrigens.
Natürlich sind alle Varianten der Isotopentrennung von Uran-235 gleichberechtigt hier geschrieben, mit den Fabriken, die ja gemacht wurden, sodass man also nicht eindeutig sehen kann, welche Methode denn das Rennen gemacht hat. Thomas von Arden und Klaus Thiessen auf dem Weg zu einem Nachbargebäude des Instituts. Hier befindet sich das Zyklotron, damals einer der modernsten Beschleuniger, mit dem größere Mengen spaltbaren Materials hergestellt werden sollten. Abtransportiert von den Russen aus Manfred von Ardens Institut in Berlin-Lichterfelde. Reichspostminister Wilhelm Ohnesorge, selbst Physiker, finanzierte Arden ab 1943 ein Labor mit einem 60-Tonnen-Zyklotronmagneten. Der ehrgeizige Postminister wollte Hitler die Atombombe präsentieren. Der kernphysikalisch engagierte Arden sollte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Dieser hatte Ende 1939 Ohnesorge auf die Möglichkeit einer Atombombe aufmerksam gemacht, zugleich aber auch auf die Konsequenzen. In der Tat interessierte sich Arden jedoch nur für die Grundlagenforschung und unternahm keinerlei Schritte in Richtung Atombombe. Offensichtlich wollte er niemals in die unmittelbare Waffenentwicklung mit hineingezogen werden. Deshalb lehnte Arden auch das Angebot Werner von Brauns ab, an der Raketenentwicklung in Peenemünde teilzunehmen. In Einzelteile zerlegt, kam das Zyklotron Ende 1945 mit einem Sonderzug nach Suchumi. Thomas von Arden und Klaus Thiessen finden die Überreste. Ist das nicht ein Schild da, hinter dem Zaun, das schwarze? Ja. Bitte? Jetzt nichts abzunehmen. Das ist nur eine Platte. Ach so. Da war nämlich irgendwo der Herstellerbetrieb. Das Zyklotron. Die Voraussetzung zur Erzeugung spaltbaren Urans für die Bombe. Aber selbst dazu war dieser Riesenmagnet noch zu klein. Also für Uran. Um größere Mengen zu machen. Wenn man also eine Atombombe machen will, braucht man ja riesige Mengen. Oder große Mengen. Mindestens ein halbes Kilo oder je nachdem, wie viel Bomben man machen will. Und das konnte man mit dem nicht machen. Daraufhin betrieben Manfred von Arden und seine sowjetischen Kollegen eine noch gewaltigere Trennanlage in Leningrad 1946 mit einem 200-Tonnen-Magneten. Zu den engen Mitarbeitern von Arden in Suchumi und Leningrad gehörte Maria Guseva. Sie ist noch heute von seiner wissenschaftlichen Arbeitsweise fasziniert. Er war ein vielschichtiger Mensch. Auf der einen Seite war er sehr streng und er sagte uns, eure Aufgabe ist es, die Experimente durchzuführen und ich werte die Ergebnisse aus. Uns kam das damals sehr beleidigend vor, aber später merkten wir, dass das der beste Weg war, um in der Arbeit schnell voranzukommen. Wissenschaft von der Pike an, vom Bau der Geräte bis hin zur Planung des Experiments und dem Anmelden von Patenten. Maria Guseva übernahm Ardens Methoden später am Kochatow-Institut in Moskau. Auf der anderen Seite verwunderte uns, dass er junge Mitarbeiter zu sich nach Hause eingeladen hat, um mit ihnen zu diskutieren. Das war sehr erstaunlich. Auch die Wissenschaftler Karpenko und Schwangiratze haben viel von den deutschen Spezialisten gelernt. Genauigkeit, Ordentlichkeit und stets fordernd, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wir haben wöchentlich gemeinsame wissenschaftliche Seminare durchgeführt. Die deutschen Spezialisten, genauso wie wir, die russischen. Viele oder eigentlich sogar die Mehrheit der deutschen Wissenschaftler und Spezialisten sprachen ausgezeichnet Russisch. Ardenne nicht. Immer wieder entdecken Thomas von Arden und Klaus Thiessen Spuren der Vergangenheit. Ja. Und hier im Labor, guck dir das an, das ist interessant. Das sind auch Kinder und es sind hier Gebäude dahinter, die ich aber nicht erkennen kann. Im Negativ sieht man das immer sehr schlecht. Guck dir das mal an. Ja, Mensch. Oh, jetzt kommen wir uns auch.
Aber hier ist noch eine spaßige Sache. Offenbar hat hier einer gearbeitet, der auch in der Freizeit Sport getrieben hat, und zwar Tennis. Hier ist ja in der Nähe ein Tennisplatz von den Deutschen mit den Russen zusammen errichtet worden, wo auch Turniere waren. Das ist noch so ein Uraltschläger wahrscheinlich aus der... Ja, Gernot Zippel und dein Vater, die waren ja die größten Tennis-Koryphäen. Schon morgens vor der Arbeit stand Ardenne auf dem Tennisplatz. Ardenne, der Wissenschaftler und Chef, mit seinen Mitarbeitern auf gleicher Augenhöhe? Er unterscheidet sich natürlich von den, wie ich etwas abfällig sagen möchte, den Stehkragenphysikern. Dadurch, dass er eben den nächsten Schritt noch machte. Er war nicht Physiker in dem herkömmlichen Sinne, den ich übrigens für veraltet halte. Und er hat immer noch den nächsten Schritt. Er hat ihm gesagt, ich muss das umsetzen in ein Erzeugnis, was den Volkswirtschaften nützt. Das war also in den 30er und 40er Jahren und noch lange Zeit später nur in wenigen Labors der Fall. Also zum Beispiel Edison war natürlich anders, Franklin war anders, und in diese Kategorie möchte ich eigentlich auch Manfred von Ardenne rechnen, weil er eben gesagt hat, ich muss was draus machen. Das war allerdings vielen Physikern suspekt. Er hat gesagt, der ist zu smart, Businessman, was ich für eine gemeine Beleidigung halte, weil er eben wirklich Patente angemeldet hat. Patente meldete man vielfach nicht an. Deswegen war er eigentlich bis zuletzt von vielen Physikern auch umstritten. Die haben ihn also auch nicht mal in die Akademie der Wissenschaften gewählt. Das sind russische Patentanmeldungen hier von 1980, ja, 84, 74. Es ging ja um 74 ging das los, ja, 73. Und sowas hat er eben in dieses Medium, in dieses Institut reingebracht. Ja, es ist eine gewisse Tradition, die dann hier eine Weile bestanden hat, nicht? Manfred von Ardenne kam am 20. Januar 1907 in Hamburg als ältestes von 5 Kindern zur Welt. Seine technisch-physikalische Begabung sei das Erbe des Großvaters Armand, so meinen Vertraute der Familie. Und sein unternehmerisches Talent komme aus der Familie seiner Mutter Adela. Manfreds ungewöhnlicher Weg begann schon in der Kindheit. Nichts tat er lieber, als mit Experimenten den Dingen auf den Grund zu gehen. Also was da für ein Aggressionspotenzial in dem pubertierenden Junggenie steckte, das, darauf stößt man bei der Lektüre seiner Erinnerungen immer wieder. Das fängt damit an, dass er im Jahre 1918, da war er 11 Jahre, mit Schulfreunden ein Maschinengewehr birgt, sich unterweisen lässt von einem Soldaten, der das leichtsinnigerweise auch tut, und dann die Turmuhr des nahegelegenen Mädchenlyzeums aus der Dachstube eines Freundes unter Beschuss nimmt. Das sind natürlich Signale einer durchaus konfrontativen Verfassung im Umgang mit sich selbst, mit dem eigenen Temperament und mit der eigenen Begabung. Wir können ein enormes Unabhängigkeitsstreben voraussetzen in diesem ungebärdigen Junggenie. Ein Freiheitssinn, der sich nicht einfügen wollte. Das ist sicher die Besessenheit des Naturforschers, dass er sich einem Thema widmet und nichts anderes mehr sieht und da zum Ziel kommen will. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ihn damit charakterisieren zu können, dass er für mich wie eine Laune der Natur ist. Er hat eine ungeheure Kombinationsfähigkeit gehabt von verschiedensten Fakten und dazu ein ausgezeichnetes Gedächtnis. 1928, Manfred von Ardenne war gerade 21, gründete er sein eigenes Institut in Berlin-Lichterfelde, ohne Schulabschluss und akademische Weihen. Sein Ziel war es, mit diesem Institut unabhängig und selbstständig zu sein. Diese Freiheit verteidigte er lebenslang mit allen Mitteln. So entwickelte Ardenne eine beispiellose Fähigkeit, die jeweiligen Machthaber von seiner wissenschaftlichen Mission zu überzeugen, ohne sich dabei politisch vereinnahmen zu lassen. Dazu kam sein außerordentliches Talent, Beziehungen zu knüpfen. Von seiner Genialität als Erfinder fühlten sich Wissenschaftler wie Max Planck, Otto Hahn
und Friedrich von Weizsäcker, magisch angezogen. Und später in der DDR gehörten einflussreiche Politiker wie Walter Ulbricht und Otto Grotewohl zu seinen Förderern. Pragmatismus bewies Manfred von Ardenne auch am Ende des Zweiten Weltkrieges. Er wollte der alliierten Siegermacht seine Dienste anbieten, die Berlin-Lichterfelde als erste erreichte. Zur Trophäenkommission der Roten Armee gehörte damals auch Lew Pursik. Er stand am 8. Mai 1945 an der Wohnungstür der Familie, um Ardenne abzuholen. Nach 60 Jahren Geheimhaltung erzählt Pursik, was damals geschah. Uns wurde die Tür aufgemacht. Es wurde wohl schon telefonisch Bescheid gegeben, dass wir kommen. Und so traten wir beide als noch relativ junge Oberstleutnante vor ihren Vater. Die Villa machte auf uns einen sehr großen Eindruck, insbesondere die große Bibliothek ihres Vaters. Aber den größten Eindruck machte auf uns der junge und sehr sympathische Hausherr Manfred von Ardenne. Was interessierte Sie damals besonders an meinem Vater? Ihr Vater ging mit uns sehr vertrauensvoll um. Es gab einen Durchgang zu einem unterirdischen Bunker unter der Villa, in den er uns brachte und uns sofort die besten Sachen zeigte, die er da unten aufbewahrt hatte. Dann stellten wir ihm die Frage, wie seine persönlichen Pläne betreffs der Sowjetunion aussehen. Und er antwortete sehr gewitzt: Wenn ich nicht mit den Russen zusammenarbeiten wollen würde, hätten sie uns hier nicht vorgefunden. Ich bin bewusst hier geblieben, um meine wissenschaftliche Arbeit zusammen mit russischen Gelehrten fortzuführen. Überzeugung oder absoluter Realitätssinn? Vielleicht beides. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Ardenne bereits eine Erklärung an Stalin vorbereitet hatte, in der er kundtat, mit seinen Mitarbeitern der sowjetischen Regierung zur Verfügung zu stehen. Die Umsiedlung seines Institutes erfolgte in zwei Schritten. Zunächst sollte das Ehepaar Ardenne nach Moskau fliegen. Wir haben Koffer gepackt für 14 Tage und dachten, wir kommen zurück und so weiter. Und wie wir mit dem Auto rausfuhren auf den Flugplatz, sind hinter uns um die Ecke rumgestanden 200 einfache Soldaten und haben das ganze Haus und Bunker und alles eingepackt bis aufs letzte Gemälde, was mir bis heute schleierhaft ist, hin und zurück. Und wie wir in Moskau sind wir also ausgestiegen aus dem Flugzeug und gingen. Ja, und da kam von da hinten, wie nennt man diese Gebäude, also die Aufenthaltsgebäude, kamen 5 Leute uns entgegen, aber weit, man konnte sie kaum erkennen, und in der Mitte eine Frau. Da sagte die Frau in der Mitte, kam sie vor und sagte zu mir, ich bin Lydia Apriamova, wo sind Ihre Kinder? Und da wusste ich, wir kommen nie mehr zurück. So, mal sehen, ob wir hier durchkommen. Nee. So. Nee, das ist verrammelt hier. Alles zu. Neben unserem Wohnhaus hatten wir hier oben einen Soldaten immer stehen. Der hatte zwei Aufgaben. Der hat einmal dieses Gelände bis runter, diese Seite, zu bewachen gehabt. Zum anderen den Zaun, der als Außenzaun, Doppelzaun, der hinter dem Gebäude lang ging. Und diese Richtung hat er auch zu beobachten. Und auf uns auch aufzupassen. Und hier hinten, hinter dem Grundstück, hinter den Gebäuden, ist ja ein schöner Weg gewesen. Und da haben sie dann, so 1946, glaube ich, fingen sie damit an, haben sie einen langen Draht gespannt und Hunde liefen an der Kette den Draht lang. Es war immer ein ungeheures Rascheln, wenn die also von einer Ecke zur anderen rannten, die Hunde. Wie jedes Top-Secret-Projekt in der Welt unterlag auch das Ardenne-Institut in Suchumi strengster Geheimhaltung. Über 200 Soldaten waren für die Bewachung eingesetzt. Für das Leben boten sich dennoch genügend Freiräume. Die Kinder konnten das Gelände durch den Haupteingang frei verlassen und betreten, wann sie wollten.
Die Erwachsenen hingegen mussten sich in der Kommandantur 3 Tage im Voraus eine Genehmigung holen, um zum Beispiel einen Ausflug in die Berge zu unternehmen. Gemeinsam verließen sie das Institutsgelände mit dem Bus oder LKW. Nur für leitende Wissenschaftler wie Arden reichte ein Anruf. Dann konnten sie und ihre Familienangehörigen das Gelände verlassen, sogar mit personengebundenen Dienstwagen. Stets begleitet von einem bewaffneten Soldaten in Zivil, offiziell zum Schutz. Tatsächlich aber wurde aufgepasst, dass keiner der Deutschen flüchtete. Kontakt zur Heimat gab es nur per Post. Der sowjetische Sicherheitsdienst kontrollierte jeden Brief und schwärzte alle Hinweise auf die Arbeit in Suchumi. Auch durften die Deutschen jeden Monat ein Lebensmittelpaket, zu das sie in der Zeit hungernde Deutschland schicken. Ein Leben im goldenen Käfig. Das wusste Arden ganz genau. Die scheinbare Idylle war unberechenbar. Auf jeden Fall hat er hier gesessen, in diesem Raum. Mhm. Und so hatte er immer seine Familie, das Haus im Blickfeld. Und wir umgekehrt haben immer sein Arbeitszimmer hier gesehen, nicht? Und das war eigentlich eine schöne, enge Verbindung. Auf jeden Fall war diese Nähe für uns auch wichtig und für ihn. Dann hat er natürlich die Verantwortung für die Mitarbeiter sehr ernst genommen. Und es gab auch eine Reihe kritische Situationen, die es hier gegeben hat. Als Beispiel mit Willy Roggenburg, seinem Leiter der Werkstatt, der mal in Schwierigkeiten geraten ist. Man bedrohte ihn und seine Familie sehr, Willy Roggenburg. Und da hat mein Vater ihn dann durch seine Beziehung zu den Wissenschaftsleitern hier und dem General, ich weiß nicht mehr, wie der hieß hier, Savignagin, hat er Willy Roggenburg wieder rausgehauen aus der Situation, nicht? Sonst wäre es ihm schlimm ergangen, nicht? Nicht solche, und es gab noch mehrere Beispiele dieser Art. Der Druck aus Moskau führte zu Spannungen. Um die Mitarbeiter und sich selber psychisch zu entlasten, organisierte Ardenne Konzerte, Tanzabende und Ausflüge. Und hier auf dem Balkon hier oben, da hat sein Vater dann ziemlich häufig Konzerte. Er hatte einen wunderbaren Plattenspieler mit einer riesen Verstärkeranlage. Ich meine, er war ja vom Fach, er hat ja früher bei Löwe die Röhren entwickelt in den 20er und 30er Jahren. Und da hat er große Konzerte, Klassikmusik gegeben, von hier vom Balkon. Und hier unten haben wir, die Mitarbeiter, auf den Bänken gesessen und haben also wunderschön die Konzerte gehört. Ja. Thomas von Arden und Klaus Thiessen sind nach einem halben Jahrhundert in Suchumi mit offenen Armen empfangen worden. Sie haben ehemalige russische Mitarbeiter getroffen, die mit Manfred von Arden zusammengearbeitet haben. An vieles konnten sie sich noch gut erinnern. Selbst die seltenen negativen Eindrücke, vor allen Dingen, weil wir ja nicht genau wussten, wann wir wieder weg können und sogar ob wir wieder weg können. Das war ja immerhin zur tiefsten Stalinzeit. Wenn man die Dinge weglässt, und wir haben sie ja zu überbrücken versucht, geht ja gar nicht anders, jeder muss ja sehen, wie er sich einrichtet, ist es doch im Endeffekt eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Diesen Stuhl ließ Manfred von Arden 1955 als Andenken in Suchumi zurück. Er erinnert den späteren Nachfolger Anatoli Markolja noch heute an Ardens damalige Situation. Die Mächte der Sowjetunion und Marschall Beria legten nicht alles in die Hände von Manfred von Arden. Es gab ein ganzes System. Aber es bestand zweifelsfrei ein großes Vertrauen in Arden. Später, als Khrushchev in der DDR mit Arden zusammentraf, soll er gesagt haben, Sie sind also derjenige, der es geschafft hat, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was meinte Khrushchev damit, der 1953 nach dem Tod Stalins die Macht in der Sowjetunion übernahm? Wieso hatte Arden den Kopf in der Schlinge? Und wie konnte er ihn dort wieder herausziehen? Um endgültig Klarheit zu bekommen, fahren Thomas von Arden und Klaus Thiessen nach Moskau.
Es ist immer schwer aus der Literatur herauszubekommen und auch aus dem, was vorliegt, wie groß der Anteil der Deutschen war zu dieser ganzen Problematik und wie groß der Anteil der Russen war beim Bau der Bombe. Nicht? Und den Anteil, den die Russen hatten, von dem wissen wir sehr wenig. Und es wäre sicher auch interessant, da mal vielleicht einiges über diese Wege zu erfahren. Nicht? Oktober 1941. Die ersten Informationen über die Entscheidung der britischen Regierung, Kernwaffen zu entwickeln, erreichten den sowjetischen Geheimdienst. Erst im März 1942 unterrichtete Beria Stalin über die britischen Pläne. Ein halbes Jahr später, auf dem Höhepunkt der Schlacht von Stalingrad, beschloss Stalin, dass die Sowjetunion ebenfalls die Entwicklung der Atombombe in Angriff nehmen muss. Allerhöchste Priorität bekam dieser Beschluss jedoch erst nach dem amerikanischen Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945. In aller Eile wurde ein Spezialkomitee gegründet, mit der Leitung beauftragte Stalin Beria. Und er haftete mit seinem Kopf für den Erfolg. Die Atombombe war ein überlebenswichtiges Projekt, um neben der Großmacht USA bestehen zu können. Thomas von Arden und Klaus Thiesen fahren zum Majakowski-Platz, zum Gebäude des ehemaligen Atomministeriums. Ungefähr alle vier Wochen wurden die deutschen Spezialisten hierher zum Rapport bestellt. Der innere Zirkel der Macht, hohe Parteifunktionäre, Wirtschaftsleiter, Geheimdienstgeneräle und sowjetische Physiker kontrollierten den Fortgang der Arbeiten, um die maximale Nutzung der Deutschen zu gewährleisten. Bei Erfolg gab es Prämien, bei Misserfolg drohte das Straflager. Zuckerbrot und Peitsche. Wie oft Manfred von Arden Rapport leisten musste und welche Rolle er dabei gespielt hat, das wollen die Männer von Maria Guseva erfahren. Sie zählte zu Ardennes vertrautesten Mitarbeitern und gehörte später zu den bekanntesten Physikerinnen des Kurchatow-Instituts in Moskau. Maria Guseva überhört diese Fragen. Sie spricht über anderes. Ich denke, eine der wichtigsten Hinterlassenschaften von Arden, ihres Vaters während seines Aufenthalts in der Sowjetunion, war die Errichtung der Schule von Arden. Für ihn war es sehr wichtig, dass seine Schüler die Arbeit fortsetzen. Später haben seine Schüler eigene wissenschaftliche Schulen gegründet. Und so wird die Arbeit von Manfred von Arden weitergeführt. Und das wird immer so bleiben. Was heißt Schule von Arden? Warum betont es die Professorin? Die deutschen Wissenschaftler gaben ihr Know-how an die russischen Kollegen weiter. Ebenso arbeitete neben jeder deutschen Gruppe ein russisches Konkurrenzteam. Beria konnte die Bombe nicht schnell genug besitzen. Bettina von Arden erinnert sich noch genau, wie ihr Mann nach dem Treffen mit Beria aufgewühlt nach Hause kam. Dann wurde er zweimal nachts dort aus unserem Haus oder dreimal nachts wurde nur verhandelt in Moskau. Um 12 oder 1 war es mit dem Schalke abgeholt und kam zu Beria. Und Beria hat mit ihm, was sie gesprochen haben, weiß ich alles gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass Beria wollte, dass unsere Deutschen für die Atombombe arbeiten sollten, ganz intensiv. Zuletzt klappt doch noch der Termin mit Lev Grabev, dem ehemaligen Minister für Atomenergie und dem Physiker German Gontscharow, der 1953 maßgeblich an der Entwicklung der Wasserstoffbombe mitwirkte. Nach Jahrzehnten der Geheimhaltung haben beide Ende der 90er Jahre begonnen, erstmalig alle Dokumente zum sowjetischen Atombombenprojekt herauszugeben. Das Gespräch ist exklusiv für Thomas von Arden und Klaus Thiesen. Sie treffen sich mitten in der Stadt, in einem Café voller Menschen. Als mein Vater sich mit Beria damals in Moskau getroffen hat, wissen Sie, was da besprochen wurde? Denn darüber findet man nicht viel in den Papieren. Nun, direkt in den Dokumenten haben wir nichts über dieses Gespräch gefunden.
Es ist eindeutig, dass die Deutschen an der Konstruktion der Atombombe nicht beteiligt waren. Ist das sicher? Absolut sicher, nicht beteiligt. Ihre Hauptaufgabe war es, das Material zum Bau der Atombombe zu beschaffen. Besonders reines Uran für die Atomreaktoren. Also nichts Neues. Nur die Bestätigung dessen, was Thomas von Ardern schon vorher wusste. Und es deckt sich mit den Erinnerungen seines Vaters an das wohl wichtigste Gespräch seines Lebens. Zwei Tage nach dem Abwurf der amerikanischen Atombombe auf Hiroshima. Nachts, hier in der Lubjanka, habe der Geheimdienstchef Beria ihm die Leitung des gesamten Atombombenprojekts angetragen. Manfred von Ardern habe Beria den Gegenvorschlag gemacht. Die Bombe sei der nationalen Ehre wegen Aufgabe der sowjetischen Spezialisten. Die Deutschen übernehmen nur die Herstellung des Sprengstoffs. Damit konnte Ardern praktisch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, wie es Chruschtschow später lakonisch feststellte. Dennoch war Thomas' Vater, genauso wie alle anderen deutschen Spezialisten, am Bau der Bombe beteiligt. Doch welche Alternative hatte er? Auf jeden Fall muss ihm das Angebot von Beria geschmeichelt haben. Manfred von Ardern, der Retter der Sowjetunion? Oder schlug bei dem Treffen mit Beria das Spiel mit der Macht plötzlich in die Sorge um die nackte Existenz um? Der Sprengstoff für die erste sowjetische Atombombe 1949 wurde in diesem Reaktor hergestellt. Aber nicht nach der elektromagnetischen Methode von Ardern, sondern nach der metallurgischen des deutschen Nikolaus Riehl, der dafür die höchste Ehrung, den Stalinpreis erster Klasse, erhielt. Ardens Verfahren war noch nicht ausgereift. Da erfährt Sohn Thomas noch an diesem Abend etwas sensationell Neues. Die Methode seines Vaters sollte für die Entwicklung der Wasserstoffbombe ungeahnte Bedeutung erhalten. Die ersten paar Kilo von Lithium-6 wurden durch das elektromagnetische Verfahren gewonnen. Nur dank dessen konnte die erste Wasserstoffbombe schon im Jahr 1953 getestet werden. Durch die Benutzung des völlig neuen Kernbrennstoffs Lithium-6 hatte es die Sowjetunion geschafft, die USA zu überholen. Und dafür hat Manfred von Ardern einen wertvollen Beitrag geleistet. Am Ende liegt darin wohl das bedeutendste praktische Erbe im atomaren Projekt von Manfred von Ardern. Dafür erhielt Manfred von Ardern 1953 den Stalin-Preis zweiter Klasse. Da haben wir das deswegen von vornherein als notwendig angesehen und auch aus ethischen Gründen gerne gemacht, weil uns völlig klar war, dass der nukleare Frieden in Gefahr ist, wenn nur eine Seite über die Atomwaffe verfügt und wenn nicht schleunigst ein atomares Patt zwischen West und Ost herbeigeführt wird. Darin sah Manfred von Ardern noch im hohen Alter seine wichtigste Tat. Für ihn und die Mehrheit der deutschen Spezialisten erwies sich die Forschung zur sowjetischen Atombombe nach ihrer Rückkehr in die DDR als Ausgangspunkt für eine steile Karriere. Ardern, der bereitwillig an der Bombe mitarbeitete, wurde nicht müde, vor einem nuklearen Inferno zu warnen. Aus einer möglichen Rechtfertigung wurde sein moralisches Credo. Wer wie Manfred von Ardern im Bannkreis der Mächtigen wirkte, ist Spekulationen und Anfechtungen ausgesetzt. Dennoch gelang es ihm immer von Neuem, sich durch seine wissenschaftliche Arbeit unangreifbar zu machen. Hat er somit über die Mächtigen triumphiert oder die Mächtigen über ihn? Ich bin dem Schicksal dankbar für mein Leben, so wie es verlaufen ist. Wenn jemand so einen Satz am Ende seines Lebens sagen kann, da kann man schon davon ausgehen, derjenige ist mit sich im Reinen. 90 Jahre alt ist Manfred von Ardern letztendlich geworden, ein fast schon biblisches Alter.
Und wenn Sie mehr über diesen klugen, aber auch rätselhaften Menschen erfahren wollen, dann schauen Sie auch mal bei uns im Internet vorbei. Auf mdr.de/zeitreise bekommen Sie jede Menge Informationen zu ihm, aber auch zu anderen geschichtlichen Themen. Und Geschichte im Fernsehen gibt es alle 14 Tage in unserem Geschichtsmagazin MDR Zeitreise. Vielleicht haben Sie auch mal Lust, da reinzuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Zeit, einen schönen Abend und machen Sie es gut.